7% Jahreszins mit monatlicher Ausschüttung. Wie das funktioniert, das verrät uns jetzt gleich Anleihenprofi Norbert Schmidt. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute ist Norbert Schmidt bei mir zu Gast. Norbert Schmidt ist Anleihenprofi, er ist Manager eines Anleihenfonds, der es geschafft hat, im Jahr 2023 mehr als 11% Rendite zu erwirtschaften. Mehr als 11%. Und damit ist mit Sicherheit für viele von euch auch schon klar, das ist kein in Anführungszeichen normaler Anleihenfonds, der also irgendwelche Bundesanleihen oder US-Staatsanleihen kauft, sondern es handelt sich in dem Fall um einen Fonds, der sogenannte Hochzinsanleihen kauft. Also, wir steigen heute ein in das Thema, was sind Hochzinsanleihen? Warum kann Herr Schmidt in seinem Fonds aktuell eine Durchschnittsverzinsung von 7% mit diesen Anleihen vereinnahmen, die er da reinkauft? Wie sucht er die Anleihen aus? Worauf achtet er da? Was sind die Risiken? Aber auch, was sind die Chancen? Und insbesondere wird uns Herr Schmidt da auch darlegen, warum dieser Fonds, den er betreibt, beziehungsweise dessen Management er übernommen hat, jeden Monat auch Zinsen aufs Konto für die Anleger auszahlt. Ja, also das ist ja etwas, was offenbar vielen Investoren hier in Deutschland sehr, sehr wichtig ist, sehr regelmäßige, sehr planbare Einkünfte zu erhalten. Und 7% monatlich ausgeschüttet, also das ist ja jetzt nicht total verkehrt, würde ich jetzt einfach mal salopp behaupten. Zum anderen sprechen wir darüber, warum diese Hochzinsanleihen tatsächlich eine vielleicht auch nachdenkenswerte Alternative für Dividendeninvestoren sein könnten. Denn tatsächlich lassen sich mit diesem Anleihensegment aktienähnliche Erträge erzielen, ohne aber dasselbe Kursrisiko nach unten zu haben. Was dahinter steckt, warum das so ist und was die Zahlen, Daten, Fakten dazu sagen, das wird uns Herr Schmidt auf jeden Fall jetzt gleich erläutern. Und ich würde sagen, verlieren wir keine weiteren Worte mehr. Rein ins Gespräch mit Norbert Schmidt. Hallo Herr Schmidt, schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Herr Bautzos, ich grüße Sie. Herr Schmidt, ich gebe Ihnen jetzt erstmal 5 Stichworte. Ich würde Sie bitten, kurz, knackig, assoziativ zu antworten, okay? Okay. Erstes Stichwort, High-Yield-Anleihen. Muss man haben, wenn man Planbarkeit und aktienähnliche Erträge mag. Mhm. Ausschüttung? Für income-orientierte Investoren genau das Richtige. Mhm. Sie haben eine Besonderheit in Ihrem Fonds, da gehen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal drauf ein. Verzinsung? Ist die Basis für alle Erträge in Anleihen. Mhm. Risikomanagement? Standard. Und Value Investing? Gibt es auch im Anleihenbereich, wir gehen darauf ein. Okay, perfekt. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal ein paar Zuschauer abholen, Herr Schmidt. Und zwar, was sind denn eigentlich sogenannte High-Yield-Anleihen? In welchem Ratingbereich bewegt man sich da? Klären Sie uns doch bitte mal auf. Sehr gern. High-Yield-Anleihen. High-Yield heißt auf Deutsch nichts anderes als höher verzinslich. Wir haben Anleihen grundsätzlich erstmal ist ein börsennotiertes Kreditgeschäft. Ich glaube, Sie hatten ja auch in Ihrem Kanal da auch ein Video dazu veröffentlicht. High-Yield-Anleihen sind spezielle Anleihen. Wir kümmern uns um Unternehmensanleihen. Wir haben einmal die Emittenten. Wir konzentrieren uns auf Unternehmensanleihen, nicht Staatsanleihen. Und High-Yield-Anleihen heißt höher verzinslich. Und die sind höher verzinslich, weil das Rating eben nicht Investment-Grade ist, sondern unterhalb des Investment-Grade. Wie ist denn gerade die Durchschnittsverzinsung, die Sie über die Anleihen, die Sie in Ihrem Fonds haben, generieren? Die Durchschnittsverzinsung bei uns jetzt im Portfolio liegt bei knapp 7%. Ich würde sagen, im Vergleich zum Gesamtmarkt ist das etwas höher, als das der Gesamtmarkt bietet. Aber wir sind ja auch aktiver Fondsmanager und von daher haben wir dort die Freiheit, dort eben vom Markt abzuweichen. Ja, wow, okay, 7% Verzinsung. Mutet jetzt wirklich erstmal gut an, aber was würden Sie denn jetzt jemandem sagen, der dann sagt, ja, also Herr Schmidt, 7%, das ist ja eigentlich nicht so viel, weil man kauft dann ja eigentlich in diesem High-Yield-Bereich auch nur so Schrott. Also das ist jetzt sehr überspitzt gesagt, aber was würden Sie jemandem entgegnen, der so argumentiert? Ja, natürlich kenne ich diese Fragen und Diskussionen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch nochmal zu verstehen, welche Emittenten in diesem Markt sind. Und ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Markts sind eben Private Equity geführte Unternehmen.
Wir reden hier zum Beispiel über das Unternehmen Techem, weil es auch in der Presse, da steht möglicherweise ein Verkauf an. Das Gleiche gilt für Stada. Das sind jetzt mal so die Top-Brands aus Deutschland. Aber es gibt darüber hinaus auch super spannende, eher unbekannte oder weniger bekannte Titel, die auch wir extrem attraktiv finden. Zum Beispiel das Unternehmen Schustermann und Bohrenstein, was das Fashion-Portal bestsecret.de betreibt. Also auch super spannendes Investment mit fast 10% Verzinsung. Und diese Private Equity Unternehmen, so wie der Immobilienkäufer einen Kredit nutzt, um eine Immobilie zu kaufen, nutzen eben die Private Equity Investoren Anleihen, um Unternehmen zu kaufen. Und das ist ein großer Bestandteil, ich würde sagen die Hälfte ungefähr vom Markt, von Unternehmen, die dort positioniert sind. Wir haben darüber hinaus, ich sage jetzt mal, normale Industrieunternehmen, die dann teilweise auch aktiennotiert sind. Wir haben private Unternehmen, die eine Übernahme stemmen wollen und familiengeführt sind und aber neben der Bankfinanzierung eben sich auch unabhängig aufstellen wollen. Wir kennen aus der Vergangenheit auch ganz viele Unternehmer, die eben in Krisenphasen wie 2008 sehr schlechte Erfahrungen mit Banken gemacht haben und die sich danach sehnen, eben auch eine andere Finanzierungsquelle zu haben. Und von daher möchte ich dem Eindruck da definitiv entgegentreten, also dass das schlechte Unternehmen sind. Im Gegenteil, es sind sehr gute Unternehmen, aber die eben dann auch bereit sind, ein bisschen mehr Hebel, also ein bisschen eine sportlichere Finanzierung darunter zu legen, also weniger Eigenkapital, aber ein bisschen mehr Fremdkapital. Und das ist auch genau unser Blick auf den Markt. Wir suchen eben nicht diejenigen Unternehmen mit erhöhtem Geschäftsmodellrisiko, sondern im Gegenteil besonders stabiles Geschäftsmodell, aber dafür eben eine etwas sportlichere Finanzierung. Kauft man denn dann eigentlich tatsächlich eher so in dem Small- und Mid-Cap-Bereich dann ein, also wenn es sich um börsennotierte Unternehmen handelt, oder hätte man in der Theorie vielleicht sogar einen von den Large-Caps auch mit drin, das ist das eine, und das zweite, die anderen Unternehmen, die Sie jetzt angesprochen haben, die sind eher nicht börsennotiert, so das ist dann eher der deutsche Mittelstand, die sogenannten Hidden Champions, so, ne? Habe ich richtig verstanden? Hidden Champions kann man so sagen. Wir investieren in europäische Unternehmen und Hidden Champions, also ein Beispiel ist zum Beispiel Grünenthal, die Anleihe hatten wir mal im Portfolio, haben wir jetzt nicht mehr im Portfolio. Birkenstock war auch ein Beispiel, ist ja inzwischen in den USA in die Börse gegangen, kam aber aus diesem Familienbereich. Wir haben ein Unternehmen, hat die Anleihe inzwischen auch zurückgezahlt, CMA CGM, um auch nochmal nicht, also ein französisches Unternehmen, auch ein sehr, sehr, also Milliardenumsätze und also auch sehr kapitalintensives Geschäft, das Thema Containerschifffahrt. Also das ist ein französisches, privates Unternehmen und da gibt es eben noch ganz, ganz viele andere Beispiele aus Italien auch, aus Belgien, aus den Niederlanden, aus Großbritannien. Also wir sind da, wie gesagt, europaweit aktiv, schauen uns die Unternehmen dort an. Und wichtig ist mir der Hinweis, also eben, es geht nicht um Small- und Mid-Cap, sondern die Anleihen, die bei uns im Vergleichsindex enthalten sind, das sind alles Anleihen mit einem Volumen von 250 Millionen Euro oder mehr. Und also von daher kann man die, glaube ich, schon definitiv als Large Caps bezeichnen. Wir reden über einen Markt, der eine Größe aufweist von einer knappen halben Billion, also 400 Milliarden Euro aktuell. Also das heißt, das ist für den gesamt weltweiten Anleihenmarkt natürlich ein Spezialsegment. Aber für uns als Fonds ist das ein extrem tiefer Teich, in dem wir viel fischen können. Und genau, und von daher vielleicht noch ein letzter Hinweis zum Thema Small- und Mid-Caps. Also diese Anleihen, das sind, ich nenne sie professionelle Anleihen, weil sie eine Stückelung von 100.000 Euro aufweisen. Das sind jetzt keine Anleihen, die man sich direkt als Privatanleger mit einer gewissen Streuung kaufen kann. Es mag den einen oder anderen geben, der ist dann aber vielleicht auch von der Bank nicht mehr als Privatanleger einzuschätzen. Also ich will nur sagen, das ist ein spezialisiertes Segment. Wir haben Emittenten, die ihre Ergebnisse nur eben auch professionellen Investoren zugänglich machen. Also von daher ist das insgesamt ein
professionelles Marktsegment und geht über Europa hinaus. Und das sind eben nicht Small- und Mid-Caps, sondern eher Mid- und Large-Caps. Wie gesagt, die Einzelanleihen dann mit 250 Millionen Euro. Wir sehen im nordischen Bereich, wir sehen im europäischen Mittelstand auch mal Emissionen, die kleiner sind. Auch das schauen wir uns an. Aber ganz grundsätzlich erstmal, was der Markt hergibt, der Index, das ist ja, Mid- and Large-Cap, würde ich sagen. Okay, also Sie sind vorwiegend in Europa unterwegs. Dazu zwei Fragen. Dürfen Sie theoretisch auch Fremdwährungsanleihen mit reinnehmen? Also nur als Beispiel könnten Sie auch sagen, wir kaufen jetzt mal was aus dem US-amerikanischen Unternehmenssektor oder vielleicht sogar aus dem asiatischen Raum. Und auf der anderen Seite, wie investieren Sie tatsächlich? Also sind Sie da als sehr aktive Anleger unterwegs, in dem Sinne, dass Sie auch wirklich traden, in Anführungszeichen? Zwei Fragen. Fangen wir mit der einen an. Wir dürfen laut Prospekt auch US-Dollar und Schweizer Franken-Anleihen investieren. Das sind die beiden Währungen. Wir sichern, wenn wir investieren, dieses Währungsrisiko komplett ab, weil wir sagen, wir sind Euro-Investoren. Wir haben im Moment eine Beimischung im Portfolio von 15%, knapp 13,x% in beiden Währungen. Das ist eine Schweizer Franken-Anleihe und das sind ein paar US-Dollar-Anleihen, aber eben immer mit einem sehr starken Europa-Fokus. Also nehmen wir mal eine US-Dollar-Anleihe, die auch in unseren Top-10-Positionen drin ist, Ithaca Energy. Ist in dem Fall eine Energieanleihe, die haben halt Öl- und Gasfelder in der Nordsee. Also das ist zwar eine US-Dollar-Anleihe, europäisches Geschäft, und wir haben uns eben diese Freiheit gegeben, dann auch in US-Dollar-Anleihen investieren zu können. Zweites Beispiel, Schweizer Franken. Da sind wir in einem Schweizer Unternehmen investiert, Arista. Und auch dieses Währungsrisiko sichern wir dann entsprechend ab und haben damit aber trotzdem Zugang auch zu solchen Titeln. Zugegebenermaßen im Schweizer Frankenbereich ist es gar nicht so einfach, Anleihen zu finden, die für uns dann spannend sind. Genau, international. Also wir mögen eben diesen Fokus auch mit europäischem Geschäft. Schifffahrt ist international. Da hatten wir in der Vergangenheit CMA CGM, kommt aus Frankreich, macht aber natürlich internationales Geschäft, ist spannend für uns. Asien, also natürlich haben unsere Unternehmen auch Geschäftsbeziehungen nach Asien, aber wir suchen jetzt nicht Unternehmen aus Asien, die jetzt speziell in Europa Geschäft machen. Also das eher nicht, diese Beziehung. Ich glaube, so kann man das sehen. Okay. Und die Duration? Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz für unsere Zuschauer erklären, was da dahinter steckt. Und letztendlich, was das auch mit dem Thema Rendite zu tun hat? Ja, also das Thema Duration ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, weil man, glaube ich, wissen muss, auf was man sich einlässt. Duration ist eine gewichtete Laufzeit und die ist sozusagen Chance und Risiko zugleich. Also wir machen mal ein ganz einfaches Beispiel. Also dieses Durationsrisiko heißt andersrum betrachtet eben Zinsänderungsrisiko. Und Zinsänderungsrisiko tritt eben dann ein, wenn sich die Renditeerwartung ändert, allein aus finanziellen Gründen, nicht aus fundamentalen Gründen, die in den Emittenten begründet sind, nicht aus Bonitätsänderungen, sondern weil wir zum Beispiel eine Zinswende haben und die Zinsen angehoben werden. Und machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Eine Anleihe mit einem Jahr Restlaufzeit und mit 6% Verzinsung. Das ist die für dieses Risiko, die diese Anleihe mitbringt, fordert der Markt eben am Anfang 6%. Und wenn jetzt das und hat ein Jahr Restlaufzeit. Also wir kriegen in einem Jahr 106.000 Euro wieder, das Nominal und die 6% obendrauf. Und wenn jetzt das Zinsniveau steigt um genau 1 Prozentpunkt, dann ist das Unternehmen weiterhin verpflichtet, nur die 6% zu zahlen und die Rückzahlung zu leisten. Aber der Investor möchte jetzt 7% haben. Und deswegen wird er, wenn er einkaufen will oder eigentlich eher, wenn er verkaufen will, diese Anleihe heute nur zu 99 verkauft bekommen. Und auf diese 99 bekommt dann irgendwann der Investor die 106 Rückzahlung und hat dann die 7%, die er
einfordert. Also ich will nur diesen Zusammenhang zwischen Zins und Kurs darstellen. Also je höher die Zinserwartung, desto niedriger der Kurs heute, weil das ist der abgezinste zukünftige Cashflow. Und bei Anleihen ist eben entscheidend, welches Durationsrisiko man eingeht. Und ich darf sagen, für unsere Spezialisierung, für dieses Thema und höherverzinsliche Unternehmensanleihen, ist eben im Vergleich zu anderen Anleihensegmenten, also Investment-Grade-Anleihen im Unternehmensanleihenbereich, aber auch bei Staatsanleihen, bei höherverzinslichen Unternehmensanleihen ist die mittlere Laufzeit eben deutlich, deutlich niedriger als in den anderen Anleihebereichen. Das hat dazu geführt, dass unser Markt 2022 war das schlechteste Anleihenjahr seit über 100 Jahren und das betraf alle Anleihesegmente. Aber wenn man jetzt die Anleihensegmente unterscheidet, dann war der High-Yield-Bereich derjenige Bereich, der am wenigsten zurückgegangen ist und dass eben diese noch länger laufenden Staatsanleihen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, dass die eben im Kurs deutlicher zurückgekommen sind. Und das krasseste Beispiel ist natürlich die österreichische Anleihe. Da gibt es ja sogar eine 100-jährige, die in der Spitze waren ja bei 200, gibt da mehrere Emissionen, aber eine war auch bei über 200, die jetzt also bei deutlich unter 50 war, ich meine bei 40 irgendwo so in dem Bereich. Und das ist nicht, weil Österreich anders geworden ist oder weil da irgendein Krieg ausgebrochen ist, sondern das ist allein durch die Zinswende. Ja, das ist dann quasi ein Faktor über 100 Jahre. Das ist Duration, das ist Zinsänderungsrisiko. Und das nur einmal kurz als Hintergrund. Dann würde mich jetzt noch so interessieren, also einerseits das aktive Management, kaufen Sie wirklich auch Anleihen, die schon am Markt sind, also börsennotiert sind, wo vielleicht die Kurse zurückgekommen sind? Oder zeichnen Sie nur am Anfang sozusagen, wenn was Neues auf den Markt kommt? Beides, wobei der Fokus eher auf dem Sekundärmarkt liegt, also Anleihen, die schon am Markt sind. Vor 5 Jahren sind wir mit unserem eigenen Fonds ja gestartet und also waren ja sozusagen ein Niemand im Markt und würden uns auch heute, wir sind immer noch ein verdammt kleiner Teilnehmer im Markt. Wir nehmen an Emissionen teil, aber um das Portfolio wirklich aufzubauen und auszurichten, greifen wir natürlich auf den Sekundärmarkt zu und vor allem eben auf den Sekundärmarkt und sehen auch, ja, also wir brauchen de facto, also um unser Konzept zu verfolgen, brauchen wir eigentlich keine neue Emissionen, aber es ist natürlich also eine super Möglichkeit, um von Beginn an dann auch bei spannenden neuen Themen dabei zu sein. Ja. Und würden Sie auch Anleihen schon verkaufen, bevor diese wirklich fällig werden? Realisieren Sie auch mal Teilgewinne irgendwo? Wie machen Sie das? Absolut. Also wir haben, als wir gestartet sind, das war ja eine Niedrigzinsphase. Und also da konnten sich ja die Unternehmen, wenn sie sich gut entwickelt haben, ja fast drauf verlassen, dass sie 2-3 Jahre später, also üblicherweise ist die Laufzeit einer Anleihe 5 Jahre. Die Emittenten haben aber die Möglichkeit, zum Beispiel schon nach 2 Jahren die Anleihe vorzeitig zu kündigen. Und gegen eine kleine Prämie, also da gibt es dann Kurse, die definiert sind. So eine 6% Anleihe ist üblicherweise nach 2 Jahren zum Kurs von 103 vorzeitig kündbar. Und weil sich eben die Investoren darauf verlassen konnten, konnte man darauf auch sehr gut eine Investmentstrategie abstellen. Und es gab eben damals auch Short-Duration-Anleihenfonds, die als Anforderung eben 2% Rendite hatten. Also wir haben zur damaligen Zeit, und ich sage jetzt also bewusst 19 bis dann Anfang Corona und dann auch wieder, ich würde sagen, im Jahr 21, was ja auch extrem war aus Zinssicht, da gab es eben diese Käufer, die eben mit einer Yield-to-Call von 2% klargekommen sind, so will ich das mal ausdrücken. Da konnten wir uns eben auf diese Käufer verlassen und haben dann eben, jetzt mal als Beispiel, so eine Techim-Anleihe, die konnten wir dann eben auch mal zu einem Kurs von 104 kaufen und wussten, okay, 6 Monate vor erster Kündigung wird die wahrscheinlich immer noch bei 104 oder 105 stehen. Und zwischendurch können wir aber 6% an Coupon kassieren. Also das war die Welt von damals und wir haben von Beginn an
investieren wir immer auf eine von uns erwartete Rückzahlung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das war die alte Welt, die kommt jetzt so ein kleines bisschen wieder, weil die Neuemissionen der vergangenen 12 bis 18 Monate sehr, sehr teuer sind für die Emittenten. Also wir gehen davon aus, dass sie dann in den nächsten 6 bis 12 Monaten sich weiterhin auf hohem Niveau, aber günstiger refinanzieren können. Mal gucken. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben jetzt natürlich im Portfolio auch Anleihen, die im Kurs extrem gut gelaufen sind und die jetzt meinetwegen noch eine Rendite von 4-4,5% aufweisen, wo man sich natürlich schon fragen kann. Also entweder das ist eine Top-Bonität, wo wir möglicherweise davon ausgehen, also dass die Rendite noch weiter sinkt, also der Kurs steigt. Aber es ist eben auch schon ein Niveau, wo man sich überlegen kann, warte mal, also wir haben jetzt hier eine 4,5%er, können wir nicht in einen 6 oder 7%er umschichten, ohne Abstriche bei unserer fundamentalen Einschätzung zum Gesamtportfolio machen zu müssen. Und das ist gerade so das Thema. Also wir haben in dieser Woche, waren wir auch schon aktiv, haben eben eine Anleihe verkauft, die knapp unter 99 gehandelt wurde, weil wir eben gesehen haben, dass wir eben auch Anleihen dann zu 95 kaufen können oder eben statt Coupon knapp 5% eben Coupons dann von 7, 8, 9%. Also von daher ist das definitiv immer eine Anpassungsarbeit, die wir leisten. Dadurch, dass wir wachsen, sieht man das nicht so. Also wir werden für das Jahr 2023 eine relativ niedrige Turnover Rate, nennt sich das, ausweisen, also Aktivität. Aber wir würden uns schon als aktiven Buy-and-Hold-Investor betrachten. Also wir investieren, um zu halten. Aber wenn eben sich Marktverschiebungen ergeben, ist es eben unser Job, uns anzupassen. Und nicht nur bei Marktverschiebungen, sondern eben auch, falls sich Unternehmen zu gut entwickeln und wir eben nach vorne sehen, okay, wir haben jetzt das Beste, die beste Zeit des Anleihen-Investors gehabt, ab jetzt bitte andere. Oder falls sich eben Unternehmen auch mal in eine nicht so gute Richtung entwickeln, dann würden wir eben auch in unsere Buy-and-Hold-Strategie eingreifen. Okay. Wenn ich jetzt als ETF-Investor sagen würde, ja, also Herr Schmidt, ich kann ja auch mit diversen ETFs in den High-Yield-Bereich reingehen. Was würden Sie dann sagen? Warum glauben Sie, dass Sie trotzdem besser sind als so ein ETF? Das ist ein super spannender Punkt, weil wir hatten ja gesagt, die Anleihen sind relativ groß. Also wer sich für dieses Thema Anleihen, egal jetzt welches Segment, interessiert, hat eigentlich nur zwei realistische Möglichkeiten, entweder ETF oder ein aktiv gemanagter Fonds. Die ETFs, jetzt speziell im High-Yield-Segment, die halten diese Anleihen einfach, bis sie zurückgezahlt sind oder wertlos oder wie auch immer dann ausgebucht werden oder umgetauscht werden. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie dann mit den schwierigen Fällen umgegangen wird. Aber die sind einfach bis zum Schluss dabei. Und wir können natürlich einen Unterschied machen, indem wir uns eben anschauen, wie die Unternehmen sich entwickeln. Ich sage immer so schön, unter die Motorhaube schauen. Das ist auch unser tagtägliches Geschäft. Und wir werden jetzt im März und April dann wieder die ganzen Jahresberichte bekommen von den Emittenten. Also das wird dann eben auch wieder Arbeit sein, um eben zu tracken, dass alles in die richtige Richtung geht. Und von daher ist das ja am Ende auch der Mehrwert oder unser Anspruch und Versprechen an die Investoren, dass wir eben diesen Mehrwert auch liefern, um eben die schwierigen Fälle, die es in dem Markt gibt, auszusieben. Jetzt kommt das Aber. Trotz dieser schwierigen Fälle hat es dieser Markt in den letzten 25 Jahren, seitdem es den gibt, eben geschafft, ungefähr 5%, und das ist das Niveau auch vom DAX, an Rendite zu liefern. Ja. Also 5% PA über die letzten 25 Jahre, und da sind die Kursrückgänge, wir sind noch nicht wieder am All-Time-High, was wir in 2021 hatten im Markt. Im Fonds haben wir es schon geschafft. Aber trotz dieser Rückgänge sind die quasi gleich auf, ja, und das ist schon, mit dem ETF hat man eben auch die schwierigen Fälle dabei, und trotz schwieriger Fälle kommt da immer noch eine aktienähnliche Rendite, und das macht diesen Markt für uns eben spannend, weil wir eben sehen, okay, wir können eben
darüber hinaus eben noch einen Unterschied machen, wenn man eben die weniger attraktiven von der Rendite her Titel weglässt und eben die schwierigen Fälle, die dann eben abdriften, also die aussieht. Also verstehe ich richtig, dass potenziell jetzt Ihr Fonds auch etwas sein könnte, wo also auch Aktieninvestoren, die zum Beispiel sehr gerne Ausschüttungen haben, Dividenden kassieren, dass die sich das auch mal anschauen könnten, weil sie halt eigentlich ähnliche Renditen erzielen können zu einem möglicherweise doch etwas geringerem Risiko. Habe ich das richtig eingeordnet? Ja, das würde ich definitiv so sagen. Wir haben das auch nachgerechnet. Also über die letzten 25 Jahre ist die Rendite vergleichbar. Ich habe jetzt nicht den ganz aktuellen Stand, aber im Oktober, November, also war der DAX ungefähr bei 5,2% über die letzten 25 Jahre und die High-Yield-Anleihen bei 4,7. Ich glaube, jetzt hat sich es ein bisschen angenähert. Die High-Yield-Anleihen haben in den letzten Wochen und Monaten ganz schön aufgeholt und die Aktien haben ja zwar die 17.000 zwischendurch mal geknackt, aber sind ja seitdem auch wieder runtergekommen. Also diese Schere, die sich zwischendurch aufgetan hat, die hat sich jetzt wieder geschlossen. Also sind ungefähr gleich auf, bei ungefähr 5%. Und Fixed Income Anleihen sind natürlich für einkommensorientierte Investoren interessant. Wenn man jetzt dann reinvestieren möchte, kann man das sicherlich über Sparpläne oder nachkaufen. Aber ja, also wer aktienähnliche Renditen erhalten möchte und eben einkommensorientiert ist, also für den ist dieses Segment super spannend. Ertrag ist vergleichbar und Risiko, wir haben das auch mal für die letzten Großkrisen, also sprich platzen der Dotcom-Blase 2008, dann jetzt Corona und jetzt Ukraine nachgerechnet. Also wir hatten erstens niedrigere Drawdowns, also es ging für die Anleihen im Durchschnitt weniger runter als für die Aktienmärkte. Erstens. Und zweitens, diese Wiederaufholzeit, also vom alten Hoch das wieder zu erreichen, war halt im Anleihenbereich auch kürzer. Einzige Ausnahme jetzt Ukraine. Da haben es die Aktien ein bisschen schneller geschafft. Aber auch da war der Drawdown bei den Anleihen definitiv niedriger. Also ja, aktienähnliche Renditen mit niedrigerem Risiko. Wie wird denn das jetzt sein, wenn die Zinsen wieder runterkommen? Das ist ja zumindest die Erwartungshaltung vom Markt. Die Fed hat im letzten Jahr relativ offensiv kommuniziert, dass sie es vorhat. In den Dotplots kann man das ja auch ganz gut sehen, wie da aktuell die Markterwartung ist. Wie wird sich das auswirken auf Ihr Portfolio? Also der Zusammenhang lässt sich super gut in der Historie sehen und speziell jetzt im Q4 haben ja sozusagen auch die Erwartungen Fahrt aufgenommen, dass da eben diese Zinssenkungen kommen. Und Paul hat das ja auch in seiner letzten Sitzung im letzten Jahr auch nochmal angedeutet, dass man in der Tat überlegt, und das war ein Qualitätsunterschied zu allen anderen Sitzungen vorher. Und das hat alle Anleihensegmente getrieben, also weil nämlich die Renditeerwartung runtergegangen ist, aber der Kurs eben hochgegangen ist. Und das sieht man bei allen Anleihenfonds und bei allen Einzelanleihen. Ja, okay, also das heißt, mit dem Bestand, den Sie jetzt schon im Portfolio haben, erzielen oder haben Sie Kursgewinne erzielt? Und falls die Zinssenkungen wirklich kommen, würden Sie da weitere Kurssteigerungen erzielen, oder? Ja, also da muss man nach meiner Einschätzung ein bisschen differenzieren. Also wenn jetzt einfach nur die Erwartung, die jetzt schon eingepreist wird, wenn sich die realisiert, dann entwickelt sich sozusagen nach Plan, also in dem Renditeverlauf, wie jetzt vorgegeben ist. Die spannende Frage, weil wir jetzt auch so Marktausblick und so weiter, also wir sind da so gestrickt zu sagen, okay, also der Markt preist jetzt meinetwegen 5 Zinssenkungen ein und jetzt geht es so darum, ist das überhaupt realistisch? Und da sagen wir, naja, also erwartete Inflationsentwicklung und erwartete Zinsentwicklung, das passt zueinander. Wir haben danach immer noch real positive Zinsen und ich glaube, die Notenbanken werden sehr lange an dieser zurückgewonnenen alten Normalität festhalten, solange sie das verteidigen können. Aber wir sind also nicht die Richtigen, um jetzt abzuschätzen, sind es jetzt in 2024 0, 1, 2 oder 3 oder 4 oder 5 Zinssenkungen, solange sozusagen die zukünftige Erwartung
stimmt, dass 5 Zinssenkungen kommen. Und von daher, also wenn jetzt tatsächlich eine Zinssenkung kommt, aber die schon erwartet wurde, dann ist das auch jetzt schon eingepreist. Das wird dann nicht mehr den großen Impact haben. Wenn jetzt rauskommt, okay, der Markt erwartet 5 und es werden bis 2025 5, dann wird es so laufen, also mit der Rendite, wie sie jetzt schon eingepreist ist. Wenn jetzt rauskommt, also mit dem Roten Meer und jetzt haben wir hier wieder Engpässe und das treibt dann kurzfristige Inflation und das ist, glaube ich, das, was den Markt in diesen Tagen und Wochen bewegt. Und dann die Erwartung von 5 Zinssenkungen auf 3 Zinssenkungen zurückgeht, dann wird das die Kurse drücken. Andersherum, wenn wir, fehlt mir jetzt die Fantasie, aber große deflationäre Tendenzen sehen sollten und die Erwartung auf 7 Zinssenkungen geht, dann wird das die Kurse natürlich treiben. Aber wichtig ist immer zu unterscheiden zwischen dem, was schon eingepreist ist. Also wenn jetzt eine Zinssenkung kommt und die erwartet wurde, dann hat das keinen großen Einfluss. Okay, ja, verstanden. Sehr gut. Jetzt haben Sie noch eine Besonderheit in Ihrem Fonds und das wird viele Investoren wahrscheinlich aufhorchen lassen, insbesondere auch viele Dividendeninvestoren. Sie zahlen die Zinsen und die liegen ja aktuell bei 7% im Durchschnitt bei Ihnen, zahlen Sie monatlich aus, ne? Genau. Also wir haben ein Portfolio von über 60 Anleihen. Diese Anleihen, da gibt es ein paar, die zahlen nur jährlich Zinsen. Wir haben ein paar variabel verzinsliche Anleihen, die zahlen sogar viermal im Jahr Zinsen. Aber üblicherweise zahlen diese Anleihen zweimal im Jahr Zinsen. Das heißt, wir haben 120 Zinszahlungen, über 120. Und die sind auf alle Monate verteilt. Jetzt zum Beispiel Mitte Januar ist ein extrem starker Zinstag. Da sind über 5 Emittenten. Da kriegen wir 100.000 Euro Zinsen ausgezahlt. Und das ist auch ungefähr das, was wir dann jetzt bei aktuellem Fondsvolumen auch an die Investoren ausschütten. Und also unser Statement ist eigentlich, also es heißt ja Fixed Income, planbares Einkommen. Und wir wollen das eben auch an unsere Investoren zurückgeben. Und es ist auch für uns gut, eben nicht dann eine Ausschüttung von, sagen wir, 4% zu einem Stichpunkt im Jahr vorhalten zu müssen, sondern wir können eben, wir geben nur das weiter, was wir sowieso auch eingezahlt bekommen. Und das ist sogar, würde ich sogar als Vorteil für uns als Fondsmanager sehen. Ja, das sind Sie ja richtig konkurrenzfähig, auch zu so manchen US-amerikanischen REITs. Da läuft das ja zum Teil zumindest ähnlich, ne? Dass die auch monatlich ausschütten, in dem Fall Dividende natürlich. Ja, ich bin ganz ehrlich, also die Realty Income, das ist vielleicht ein Titel, auf den Sie angespielt haben, also das war auch Teil der Inspiration. Plus eben die Erfahrung zu sehen, okay, wir kriegen einfach jeden Tag diese Zinsforderungen gutgeschrieben, die werden dann zum Zinszahlungszeitpunkt gezahlt. Und aktuell reden wir über knapp 10.000 Euro, die unserem Fonds jeden Tag als Zinsertrag gut geschrieben werden. Und wenn wir den Kurs für einen Montag bekommen, dann sind da auch noch die Zinsen für Samstag und Sonntag dabei. Das heißt, da reden wir über knapp 30.000 Euro. Und das ist einfach planbar. Die Emittenten sind dazu verpflichtet, also dann eben zum Zinszahlungszeitpunkt die Zahlung auch zu leisten. Und das ist eigentlich das Spannende. Und wir reden halt nicht, also wir reden halt über Renditen, die auch spannend sind. Mhm. Jetzt muss ich noch einmal auf ein Risiko eingehen zum Abschluss. Und zwar haben Sie vorhin schon in so einem Nebensatz fallen lassen, also falls mal so ein Kreditevent eintritt. Also ein Kreditevent ist ja in der Regel, wenn zum Beispiel, also einerseits der Zins nicht gezahlt wird oder die Tilgung nicht erbracht wird oder absehbar ist, dass halt so ein Zahlungsausfall oder ein drohender Zahlungsausfall, sagen wir es so. Mhm. Und ich würde jetzt nochmal eine kleine Analogie machen im Anleihenbereich. Also wenn ich jetzt eine Anleihe kaufe, 10.000 Euro, und ich werde dafür solide vergütet, bekomme die 7% im Jahr und freue mich, das sind hier dann auch 700 Euro. Und toll. Aber wenn jetzt dieses Kreditevent eintritt, also das heißt Zahlungsausfall, dann ist das schon ziemlich schwerwiegend. Lassen Sie mich mal eine kleine Analogie machen mit so einem Flugzeug. Also wenn man in ein Flugzeug steigt, dann ist ja die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass man abstürzt, die ist relativ gering. Aber wenn dieses Event eintritt, dann ist das Ausmaß
des Schadens dann doch relativ groß. Und so könnte man das ja jetzt auch bei den Anleihen also sehen. Also ich bekomme immer die 7%. Aber falls was passiert, dann könnte ja theoretisch auch fast bis zu alles weg sein. Also steht das denn dann wirklich in guter Relation? Also man kann es, also ich verstehe die Argumentation, aber es ist nicht ganz so einfach. Also ganz so pauschal kann man es nicht sagen. Also der Idealfall, wir fangen mal an, also wie ist das bei Investment-Grade-Emittenten, die vielleicht bald keine Investment-Grade-Emittenten mehr sind? Bayer hatten wir ja jetzt in den letzten Wochen, da gab es eine sehr negative Mitteilung, die den Aktienkurs extrem gedrückt hat. Da sieht man eigentlich schön, was bei so einem Investment-Grade-Emittenten passiert. Der Unternehmenswert ist einfach so riesig, dass das Eigenkapital zwar niedriger bewertet wird, hatten wir ja gesehen. Ich glaube, so von knapp 50 Euro ist die Aktie dann auf ungefähr 30. Inzwischen hat sie sich ein bisschen erholt, runtergegangen. Also so ein Drittel an Eigenkapitalwert ist verloren gegangen. Aber also der Wert des Fremdkapitals bleibt fast unangetastet. Also auch da gab es leichte Rückgänge, was nichts anderes heißt als leichte Risikoaufschläge. Also Rendite ist leicht gestiegen, weil der Kurs zurückgegangen ist. Aber das ist eigentlich der Idealfall, ne? Also es gibt ein Risiko, das kann immer mal eintreten. Aber der Puffer, das Eigenkapital, ist einfach so groß, dass das Kreditgeschäft nicht gefährdet ist. Wenn jetzt doch was gefährdet ist, und da können wir auch ein Beispiel aus den Medien nehmen, Adler Group. Das ist ein Prozess, der sich eigentlich über, ich sage jetzt mal, 6 bis 24 Monate erstreckt. Und dann gibt es sozusagen Verstärker. Manchmal gibt es einen neuen Eigentümer oder jemand, der eine Kapitalerhöhung macht. Also ich will nur sagen, das sind meistens keine Überraschungsthemen. Bei Bayer wirkt es, also war es jetzt wie so eine Überraschung, also dass es dann sehr plötzlich gekommen ist. Aber üblicherweise sind die Risiken, die in diesen Emittenten schlummern, die sind im Markt implizit bekannt. Der eine wirkt ein bisschen höher, der andere ein bisschen niedriger. Und dann geht man damit professionell um und das sind keine Überraschungen. Also jetzt nicht ein Absturz, sondern es wäre ungefähr so, wie wenn man sehen würde, okay, wir haben nur noch x Liter im Tank. Wir fliegen jetzt schon mal ein bisschen niedriger. Aber auch da würde man ja sozusagen als Pilot dann ins Steuer eingreifen oder zumindest machen wir das als aktiver Manager, falls das mal der Fall sein sollte. Und ich möchte auch noch einen Punkt machen. Also wir kommen aus einer Phase von Ausfallraten von 2%, Sie hatten es gesagt, also was sind eigentlich so Kreditevents? Zinszahlung nicht geleistet oder Rückzahlung hat nicht geklappt. Bei Adler Group hat man es eben so gemacht, dass man schon sehr frühzeitig auf die Anleiheinvestoren zugegangen ist. Dann gibt es dann Spezialfonds, die dann solche Anleihen aufkaufen, dann eben versuchen da auch diese Anleihegläubiger-Komitees dazu beherrschen und dann da ihre Agenda durchzudrücken und so weiter, für sich einen guten Schnitt zu machen. Die kaufen dann teilweise auch Kredite von den Banken und so weiter. Das ist eine Spezialschiene, mit der wir nichts zu tun haben. Aber ich will nur verdeutlichen, also was dann da in diesem Markt passiert. Und auch da ist es dann kein Totalausfall, beziehungsweise man muss ein bisschen unterscheiden. Ja. Und ich hatte gesagt, Ausfallquote 2%, hatte ich noch nicht gesagt, Zinszahlung und Rückzahlung. Wir haben in den letzten Jahren Default-Raten von 2% gesehen. Die gehen jetzt gerade ein bisschen hoch auf 3%. Aber das ist erstmal nur die Probability of Default, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ausfall eintritt, ist dann der Verlust 100%, also Stichwort Flugzeugabsturz. Nein, ist es nicht. Also wir haben bei einer anderen Anleihe, Tele Columbus, da sind wir nicht investiert, ist mir ganz wichtig. Also die haben jetzt die Zinsen nicht gezahlt gehabt und da wird die Anleihe aber heute trotzdem noch zu 60 ungefähr oder im 60er Bereich gehandelt, weil man eben davon ausgeht, dass möglicherweise in der Zukunft dann eben doch noch die Rückzahlung klappt. Da gab es jetzt eine Laufzeitverlängerung. Also es ist nicht immer pauschal der Crash. Es hängt dann davon ab, in welcher Situation man sich als Anleihegläubiger befindet. Ist man gleichrangig zu den, also gibt es überhaupt eine Bankfinanzierung im Unternehmen? Ist man gleichrangig zu den Banken gestellt? Ist man nachrangig? Wie groß ist eigentlich der Schaden? Also hat jetzt das Geschäftsmodell Schaden genommen? Also es kommen da so ein paar Fragen und ja, es gibt Anleihen, die eben dann besonders nachrangig sind und die nachrangigsten Anleihen sind dann die Hybridanleihen. Also das sind diejenigen, die zuerst dann ja ausfallen würden. Also wenn es jetzt wirklich eine große Restrukturierung gäbe, das hat man ja bei der
Credit Suisse gesehen, dass eben da diese AT1-Anleihen, das sind auch so eine Nachranganleihen, dass die halt dann mit Null abgefunden wurden. Also das sind natürlich diese Flugzeugabsturzanleihen, wo man besonders gefährdet ist. Und es gibt aber eben auch diese vorrangigen Anleihen, wo man mit Sicherheiten bedient ist, wo dann eben nicht ein Totalschaden stattfindet. Und wie gesagt, es ist ein Prozess, in dem man zwischendurch noch eingreifen kann. Also diese Krisenfälle fallen nicht vom Himmel, sondern sind üblicherweise ein Prozess, den man über 6 bis 24 Monate vorher beobachten kann. Jetzt folgendes, Herr Schmidt, Abschlussfrage. Also ich habe jetzt ein 100.000-Euro-Portfolio und sage mir, okay, 10.000 Euro, das könnte ich mir vorstellen, also durchaus auch im High-Yield-Bereich zu investieren, in Ihren Fonds. Jeden Monat Zinsen finde ich super, bekomme jeden Monat was ausgeschüttet aufs Konto. Und was würde das mich jetzt denn eigentlich kosten, in den Fonds von Ihnen zu investieren? Wie meinen Sie das mit Kosten? Also die Transaktionskosten oder? Genau, also letztendlich die Total Expense Ratio einerseits, das ist fast das Wichtigste, und ich weiß nicht, ob es einen Ausgabeaufschlag gibt, aber gibt es einen Ausgabeaufschlag? Also es hängt davon ab. Also Hauck und Aufheiser weist einen Ausgabeaufschlag von bis zu 3% aus, und dann gibt es die Depotbanken über eine Fondsorder, gibt es dann da teilweise Rabatt darauf. Also da ist die Antwort, da muss jeder selbst seinen Weg finden. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass unser Fonds auch börsengehandelt ist. Und da kann man eben mit einem vergleichsweise niedrigen Spread, also der deutlich unter den 3% liegt, könnte man dort einsteigen. Von der Kostenquote liegen wir bei knapp 1,9% mit weiter fallender Tendenz. Also steigendes Fondsvolumen führt dazu, dass Fixkosten wie Wirtschaftsprüfung und Risikomanagementkosten und so weiter und dass die eben rückläufig sind. Also wir befinden uns dort auf einem rückläufigen Pfad, haben aber insgesamt eine Kostenquote von knapp 1,9%. Okay. Herr Schmidt, vielen, vielen Dank für Ihren Input. Also ich habe hier auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel mitnehmen können. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank, Herr Bautzus. So, das war mein Gespräch mit Norbert Schmidt. Ich denke, es ist gut klar geworden, dass Hochzinsanleihen potenziell eine gute, zumindest mal nachdenkenswerte Beimischung im Portfolio sein könnten, zumindest für ausschüttungsaffine Investoren, die vielleicht auch so ein bisschen ihr Aktienrisiko abmildern möchten im Gesamtportfolio. Denn wir haben ja festgestellt, dass Hochzinsanleihen und konservative Aktien, zumindest dass da eine leichte Annäherung stattfindet. Also die Hochzinsanleihen sind ein Part im Portfolio, die zur Renditegenerierung tatsächlich beitragen, ohne aber die kompletten Kursrisiken nach unten letztendlich mitzutragen. Also in einem harten Bärenmarkt, in einer harten Korrektur sind natürlich die eigenkapitalorientierten Anlageklassen, also insbesondere Aktien, dann stärker von Kursrutschen letztendlich betroffen, als das in vielen Bereichen der Hochzinsanleihen, also der Hochzinsanleihen im Unternehmenssektor, so muss man es korrekt sagen, betroffen wären. Weil eben die Hochzinsanleihen, wie Herr Schmidt festgestellt hat, meistens nur eine Restlaufzeit maximal dann von 4 bis 5 Jahren haben und eben die Duration deswegen ein bisschen kürzer ist und weniger stark ausgeprägt. So, jetzt würde mich interessieren, sind Anleihen für euch ein Thema? Sind insbesondere auch Hochzinsanleihen vielleicht für euch ein Thema? Möchtet ihr euch jetzt eventuell so ein bisschen weiter reinarbeiten in die Thematik? Wie würdet ihr generell so einer Modalität jeden Monat Zinsen aufs Konto, wie würdet ihr sowas finden? Wäre sowas potenziell interessant für euch? Feuerfrei in den Kommentaren bitte. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Seid bitte immer höflich, freundlich, sachlich und sachbezogen. Das ist mir wichtig in meiner Kommentarspalte. Vielen, vielen Dank schon mal vorab für die Beachtung. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns gerne noch einen Daumen nach oben da, Abo aktivieren, Glocke aktivieren, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute.